Willkommen zur ersten Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 22. Es geht wieder los mit großen Maschinen und großen Aufgaben. Ich freue mich drauf. Wenn es euch gefällt, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und ihr seht, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Habe hier nämlich schon die ersten Maschinen besorgt für unsere neue XXL Farm. Zum Beispiel den Class Trion 57. Hier vorne dann den John Deere 8RX, dahinter glaube ich auch eine John Deere Einzelkornsämaschine und hier vorne noch den Massey Ferguson 8S mit einem Pöttinger Ladewagen. Der Plan für heute ist, dass ich erstmal die ganzen Maschinen hier zum Hof bringen werde und jetzt werden einige von euch sagen, Mensch Ansgar, da fehlt ja noch eine ganze Menge, um so einen Hof zu bewirtschaften. Habt ihr recht, der Rest steht allerdings auf dem Hof und deswegen bringen wir jetzt erstmal die Maschinen dahin. Das werde ich nicht alles selber machen, sondern der Abfahrhelfer, der neue, der wird mir dabei ein bisschen helfen. Dann sieht man den auch direkt mal. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Funktioniert nicht immer zuverlässig, aber meistens geht das mittlerweile. Und ich denke, da wird es später noch ein paar Verbesserungen geben. So. Und dann werden wir heute mal so ein bisschen den Hof aufbauen. Werden uns vielleicht auch noch ein bisschen was kaufen. Können auf jeden Fall gleich mal in den Shop gucken. Und ich werde so ein bisschen erklären, was so meine Pläne sind in den nächsten Folgen. Ich bin aber auch sehr offen für eure Pläne, also wenn ihr sagt, das und das, das musst du auf jeden Fall auf der XXL Farm machen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gut, ich würde sagen, den fahren wir mal schnell hier auf die Straße, den schicken Class Trion und dann öffnen wir hier einmal das Helfermenü. Und dann Job erstellen, freie Fahrt und den werden wir mal hier in die Einfahrt von unserem Hof fahren lassen. Oh, das funktioniert doch super. Mal gucken, dass wir nicht hier über den Haufen gefahren werden. Und jetzt hat er den Weg gefunden. Oh, noch ein bisschen ungelenkig, aber ich glaube, jetzt ist er auf der richtigen Spur. Okay, der ist unterwegs. Dann gucken wir mal, ob wir den Massey Ferguson auch schon dahinterher schicken können. Machen wir einmal hier an. Und dann fahren wir den auch mal schnell hier auf die Straße. Beziehungsweise können ihn auch einfach hier hinfahren. Und erstellen einen Job. Und jetzt wiederholt sich das Ganze hier nochmal. Und werden den auch in Richtung Hof schicken. So, ich hoffe mal, dass er da hinterher bleibt. Und wir, oder hinterher fährt. Und wir setzen uns in den John Deere 8RX. Und fahren ebenfalls hinterher. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Hof so aussieht und was wir da heute so machen werden. So, da kommt nichts. Da muss man hier echt ein bisschen aufpassen. Also eigentlich sollte man, glaube ich, auch auf der rechten Seite fahren. Das ist jetzt mal egal. Aber man muss hier ein bisschen aufpassen, weil die KI-Fahrzeuge relativ schnell hier unterwegs sind. Ist vermutlich auch durchaus realistisch, zumindest außerorts. Aber da muss man ein bisschen Acht geben, dass man da jetzt nicht aneinander gerät. Das wollen wir nicht. So, und dann versuchen wir mal, den Kollegen da vorne einzuholen. Aber ich glaube, der ist ein bisschen schneller als wir. Von dem John Deere hier finde ich den Sound ja ganz schick. Muss ich euch ehrlich sagen. Ob der jetzt originalgetreu ist oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr den hier schon mal gefahren seid, ich glaube, der ist ja noch relativ neu in der realen Welt. Wenn ihr den schon mal gefahren seid, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Beim Massey Ferguson 8S muss ich allerdings sagen, so wie er hier im Spiel klingt, so klingt er nicht in der Realität. Denn das ist ja tatsächlich mal einer der Trecker, die ich auch mal in der Realität fahren durfte, als ich da bei Lemkin das Video drehen durfte. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich da jetzt am besten vorbei. Ich fahre mal links rum. Und ich bin da zwar ein anderes Getriebe, glaube ich, gefahren und so und vielleicht war die Motorkonfiguration auch eine andere und so. Kann alles sein. Hab mich allerdings eben nochmal, oder hatte den Sound ein bisschen anders in Erinnerung und habe mich dann eben nochmal vergewissert, habe ein Video angeschaut und da habe ich gesehen, so wie er hier im Spiel klingt, so klingt er nicht in der Realität. Aber cool sehen die Maschinen auf jeden Fall aus. Das kann man nicht in Abrede stellen. So, jetzt sehen wir hier schon mal unseren Grubber, unseren Mulcher, unser Schneidwerk mit dem Schneidwerkswagen, unseren Dünger, unsere Spritze und unseren Steinsammler. Da fehlt jetzt immer noch eine ganze Menge und in der nächsten Folge werden wir uns noch so ein bisschen was kaufen. Aber heute geht es erstmal darum, die ersten Felder zu kaufen und einfach so ein bisschen reinzukommen in das ganze Spiel. Und ich werde bestimmt auch viele Fehler machen und werde mich erstmal so ein bisschen eingrooven müssen.
Denn auch wenn ich jetzt schon ein bisschen gespielt habe und mich versucht habe, mit dem Spiel vertraut zu machen, ist da ja doch eine ganze Menge neu. Es gibt viele kleine neue Features, viele Besonderheiten. Bei den Tieren haben sich viele Details geändert und so. Das werde ich sicherlich irgendwann vergessen. Und dann haben wir das große Drama. Das wird wieder spannend hier. So, den haben wir auch erstmal eingepackt. Und dann nehmen wir uns noch schnell den John Deere hier mit. Und fahren den auch nochmal schnell auf den Hof drauf. So. Okay. Den lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. So. Gut. Damit haben wir erstmal so die ersten Steps gemacht. Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen umgeschaut, als ich jetzt die ersten Fahrzeuge gekauft habe, ob es vielleicht ein Sonderangebot gibt. Also beim Gebrauchtmaschinenverkauf gibt es ja hier immer ziemliche Schnapper. Zum Beispiel einen 9RX, den könnte man hier für 223.000 Euro kaufen. Das klingt nach viel, ist aber relativ wenig, wenn man bedenkt, dass es fast die Hälfte günstiger ist. Und auch sonst sind die Rabatte hier wirklich köstlich. Aber das kam jetzt irgendwie alles erstmal nicht in Frage, deswegen habe ich das erstmal noch nicht gemacht. Aber da werde ich in Zukunft immer mal vorbeischauen und werde mir dann da vielleicht mal was kaufen. Und das Witzige ist, wenn wir hier mal reingehen, man kann die Gebrauchtmaschinen sogar konfigurieren. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil es ein bisschen unrealistisch ist. Also, dass man da vielleicht noch den Lack ändern kann oder so, meinetwegen. Aber, dass man die Motorausführung hier ändern kann, fand ich ein bisschen skurril, als ich es gesehen habe. Also, hier macht man echte Schnapper und ein bisschen an der Realität vorbei. Aber das erleichtert den Spieleinstieg und erleichtert es vermutlich auch, schnell hochzukommen. Ja, und ansonsten ist das hier unser Shop. Da werden wir sicherlich noch, hier sind die ganzen Großtraktoren, da werden wir sicherlich noch eine ganze Palette an Traktoren später kaufen. Es gibt da viele Dinge, die mir schon in den Sinn gekommen sind, die ich mir durchaus vorstellen könnte. Aber wir wollen das Geld natürlich jetzt nicht direkt verschleudern, sondern müssen jetzt erstmal sinnvoll überlegen, worein wir als erstes investieren. Und ich habe mir zwei Dinge ausgesucht, beziehungsweise ausgeguckt, die in Frage kommen könnten. Das erste, was ich glaube ich kaufen werde, das ist diese Wiese hier, die Wiese 71. Und dann ahnt ihr schon, was ich als erstes machen werde. Das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Und weil wir jetzt hier August haben, also Sommer, ist natürlich auch schon das meiste an Feldern bestellt. Hier vorne ist jetzt zwar, liegt das mal brach, aber ansonsten sind die Felder hier alle angesät. Hier wächst es überall und so. Da können wir jetzt also gar nicht mehr so viel Einfluss drauf nehmen. Und auch die Düngestufen und so, das ist alles schon durch andere Landwirte hier sozusagen erledigt worden. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie ein Feld kaufen, was schon bestellt ist. Und ich glaube, da werde ich mich für die 39 entscheiden. Oder bin mir sogar ziemlich sicher. Habe ich mir auch eben schon mal kurz vor der Folge so ein bisschen angeschaut. Denn auf der 39, ihr seht es, ist Hirse drauf angepflanzt. Das ist jetzt nicht der Mega-Ertrag, aber es ist eben mit unserem Trion zu ernten. Kann man gut ernten. Und deswegen denke ich, können wir damit beginnen. Jetzt sieht das allerdings auf dem Hof hier alles so ein bisschen unordentlich aus. Es fehlt hier irgendwie an Hallen, an Unterständen. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir heute in der Folge direkt mal mit unserem Hofbau. Wir werden hier vermutlich nicht alles schon mal bauen, aber so ein bisschen was können wir vielleicht schon mal machen, sodass wir hier zumindest mal eine Halle haben und vielleicht auch schon Fahrsilo. Das wird dann in den nächsten Folgen noch interessant. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in den Baumodus. Da sehen wir auch hier mich selbst. Das bin ich. Habe mich mal für eine Kombination aus Engelbert Straußsoße und Klaas Jacke entschieden. Ist für jeden was dabei, hoffe ich. Aber wir wollen erstmal eine Halle bauen und wir haben hier ein Feld. Das kann man natürlich bewirtschaften. Ich nehme mal die hier. Ich glaube, die passt erstmal besser. Dieses Feld hier kann man natürlich bewirtschaften. Das wäre auch zu überlegen, hätten wir jetzt kleinere Fahrzeuge, dann ist das hier so eins der Startfelder. Ich würde allerdings vorschlagen, in unserem Fall, also ich glaube, das ergibt keinen Sinn, hier irgendwie groß Landwirtschaft zu betreiben. Das ist einfach zu klein, da ist man zweimal drüber gefahren und dann ist fertig. Deswegen machen wir das direkt zum Hof und werden hierauf unsere erste Halle platzieren. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das richtig platziere. Ich glaube, das hat sich jetzt alles geändert.
Ist nämlich so ein kleines Plateau, wie man da sehen kann. Überlege ich, wie man das jetzt am besten hinbekommt. Oder hier in die Richtung. Oder wir könnten es natürlich auch hier hinsetzen. Dann wäre halt das Feld hier direkt in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, so mache ich das. Ja, ich glaube, hier dieses Feld muss dran glauben. So, okay. Zack. Und dann haben wir unsere erste Halle hier. Und dann können wir hier auch direkt mal in den Landschaftsbau gehen. Und hier... die ganze Geschichte ein bisschen umändern. Dann machen wir mal hier den. Sodass das hier nicht mehr so nach Feld aussieht. Und dann können wir noch Gras drüber machen. Auch das ist echt ganz cool. Also man muss sich hier echt umgewöhnen. Der Landwirtschaftssimulator, das ist jetzt kein... kein Spiel, wo man sich denkt, oh, da hat sich jetzt aber im Vergleich zum Vorgänger so viel getan, dass es gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Es gibt allerdings viele Detailverbesserungen, viele Detailänderungen und das zeigt sich zum Beispiel hier beim Baumodus oder eben auch bei der Steuerung. Deswegen muss man da erstmal so ein bisschen reinkommen, aber ich denke, so wie es jetzt hier ist, kann man es auf jeden Fall machen. Eine Sache ändere ich noch. Ich mache nämlich hier vorne schon mal... So hoffe ich, dass das hier der richtige... Ja, das sieht gut aus, oder? Ah, ne. Ist eher das hier, ne? Ja. Dann machen wir das nämlich hier schon mal weg. Das ganze Gras. Und dann haben wir hier unsere erste Maschinenhalle. Menschenskinder. Haben wir schon eine ganze Menge gesehen hier vom neuen Landwirtschaftssimulator. Shop. Abfahrhelfer. Und... Baumodus. Tipptopp. 1A. So soll das sein. So, und da können wir dann unsere ganzen Maschinen hier parken. Kann ich schon mal anfangen. Den Großteil werde ich vermutlich offscreen machen. So spannend ist das ja nicht. Aber damit haben wir unser erstes Gebäude hier hingesetzt. Und das wird nicht das letzte bleiben oder sein. Denn wir brauchen auch noch ein Silo. Wir brauchen später auch noch Produktion und so. Also ich habe große Pläne. Möchte das hier voll auskosten. Und ich habe auch ein bisschen Bammel, dass ich den ganzen Hof hier in die Schulden treiben werde. Aber gucken wir mal. Vielleicht passiert es ja auch nicht. So, gehen wir hier nochmal schnell rein. Noch die Rundumleuchten an. Ausmachen. Und, ja, muss ich mal irgendwie da hinten drehen. Dann tue ich den hier auch schon mal in die Halle rein. Und dann wird das hier so langsam. So. Also ich bin echt mal gespannt. Also ich werde auch vermutlich eine Folge werde ich noch aufnehmen. Aber danach kann ich direkt auf eure Kommentare eingehen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall gemacht werden und das auch ziemlich bald, dann versuche ich das umzusetzen. Ihr habt allerdings vermutlich schon erahnen können, was ich als erstes vorhabe. Und das werde ich euch jetzt gerade nochmal schnell erklären. So, den können wir mal hier reinsetzen. Das ist dann später unser Lager... für irgendwelche Betriebsmittel, für Dünger, für Saatgut und so. Das kann man hier ganz nett einlagern. Aber erstmal stelle ich den schicken John Deere hier rein, weil wir hier vorne nämlich nicht genügend Stellplätze für die ganzen Maschinen haben. Also da müssen wir ein bisschen haushalten dann damit. Aber ihr könnt euch vermutlich vorstellen, was ich als erstes vorhabe. Das ist nämlich Grassilage. Das werden wir ab der nächsten Folge dann machen. Dafür die Wiese. Die werden wir dann mähen und dann werden wir ein Silo hier auf den Hof setzen und werden das dann alles einfahren. Wir werden auch Silagezusatz nutzen und vieles mehr. Und welches Gerät dabei zum Einsatz kommt beim Mähen, das seht ihr in der nächsten Folge. Das soll soweit nämlich von der ersten Folge von der XXL-Farm gewesen sein. Bis zum nächsten Mal werde ich also noch ein bisschen aufräumen, werde hier noch ein paar Dinge machen und werde mir eure Kommentare durchlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit großem Gerät erstmals auf dem Feld.